Ernsthafte Konsequenzen befürchteten hier offenbar die wenigsten. Kaum einer vermummte sich bei dem Sturm auf das Herz der amerikanischen Demokratie. Im Gegenteil, auf Videos und Fotos posierten die radikalen Trump-Anhänger. Die Ermittlungen gegen die Protagonisten des Tumults laufen nun auf Hochtouren. Hunderte Mitarbeiter des Justizministeriums durchforsten die sozialen Netzwerke nach weiteren Verdächtigen. Auch das FBI sucht mit einem Aufruf nach Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft machen können. In insgesamt 55 Fällen wurden bereits Strafanträge gestellt. Die USA diskutieren nun über das zurückhaltende Vorgehen der Einsatzkräfte und über Strafen, die den Randalierern nun drohen. Viele fragen sich, ob Polizei und Sicherheitskräfte bei Black Lives Matter-Protesten nicht viel härter durchgegriffen hätten. Einer davon ist der künftige US-Präsident Joe Biden, der sich die Worte seiner 21-jährigen Enkelin zu eigen machte. Sie sagte, Pop, das ist nicht fair. Sie sagte zu mir, Opa, das ist nicht fair. Niemand kann mir sagen, dass, wenn gestern eine Gruppe von Black Lives Matter Demonstranten protestiert hätte, sie nicht sehr, sehr anders behandelt worden wäre als die Menge von Randalierern, die das Kapitol gestürmt haben. Wir alle wissen, dass das wahr ist. Und es ist nicht zu akzeptieren. Die Kapitolstürmer müssen nun mit harten Strafen rechnen. Die Vorwürfe gegen sie sind Einbruch, Hausfriedensbruch, Vandalismus, Körperverletzung, unerlaubter Waffenbesitz und Handlung gegen die öffentliche Gewalt. Folgenschwer für den Mob könnte auch eine Exekutivanordnung werden, die ausgerechnet Präsident Trump im Juni während der Black Lives Matter-Proteste erlassen hatte. Wiederholt kam es im Sommer zu Beschädigungen an Regierungsgebäuden und Statuen. Daraufhin ordnete er an, Demonstrierende sofort festnehmen zu lassen, wenn sie Bundeseigentum attackieren oder zerstören. Auf der Grundlage des Veterans Memorials Act drohen ihnen bis zu 10 Jahre Haft. Darüber hinaus stehen mögliche Anklagen wegen inländischen Terrorismus im Raum, die lebenslange Haftstrafen für die Kapitolstürmer zur Folge hätten.